Herzlich willkommen zu Blood and Wine von Witcher 3. Wir sind jetzt in Toussaint angekommen, haben einen Riesen getötet. Junge, dieser Guillaume. Palmarin hat ihn aufgezogen. Guillaume und er sind verwandt. Okay, ich komme hier nicht mehr zum Erzählen. Ich lese erstmal vor. Mutation und Großmeister-Hexe-Ausrüstung. Yeah, wir kriegen Ausrüstung, das ist schön. In Blatt und Wein kann sich Geralt weiteren Hexermutationen unterziehen, um neue Möglichkeiten freizuschalten. Schon bald triffst du auf einen Boten, der dir einen höchst interessanten Brief überreicht. Lies ihn, also nicht den Boten, sondern den Brief, und befasse dich mit der Geschichte von Professor Moreau, um mehr über diese Mutation zu erfahren. Man erzählt sich, dass in Toussaint ein meisterlicher Handwerker, Zeichen Handwerker, lebt, der Hexerausrüstung von unerhörter Qualität anfertigt. Außerdem bekommst du Spezialboni, wenn du manche oder sogar alle Teile eines Sets dieser außergewöhnlichen Ausrüstung trägst. Du wirst die Investitionen in diese neuen Möglichkeiten nicht bereuen. Na klar, wenn wir das nicht bereuen, wir gucken natürlich auch, was es da jetzt alles gibt. Hoffentlich auch ein bisschen was Greifenrüstungsmäßiges. Und ja, dann schauen wir einfach mal, dass wir das schnellstmöglich uns auch verschaffen können. Weil ganz egal, wie stark der Mann, wichtig ist, was nachts er kann. Na, die Sprüche sind ja schon wieder allererste Kajüte hier, ne? Gewöhnungsbedürftig, die ritterliche Ausdrucksweise. Vor allem der Wechsel zwischen blumig und nahezu normal. Wir sind fahrende Ritter im Dienste der allergnädigsten Herrin. Wenn wir in ihrem Namen handeln, bindet uns die Tradition. Yes, Sir. Nicht nur blumig und normal bei den Rittern, sondern auch die Sprüche der Normalbevölkerung, wie wir vorhin gesehen haben. Oh, ist das schön. Das ist natürlich sehr cool. Gut, wir sind da offensichtlich. Ja, Sie müssen den Leichnam bereits fortgebracht haben. Sehen wir uns Plätze. Um. Vielleicht haben Sie was übersehen. Oho, Plätze. Gut. Ja, dann. Ist der böse? Ne? Gut, dann machen wir das doch. Hurri! Ja. Yeah. Oh. Beschlagene Stiefel, diverse Paare. Das muss die Herzogswache gewesen sein. Sehen wir nach, wo sie hingegangen sind. Dann? Sie sind am Wasser entlang gelaufen. Vielleicht lag die Leiche am Ufer. Mhm. Da haben wir schon wieder ein paar Freunde gefunden. Der andere hat schon wieder das Schwert gezogen. Okay, können wir gleich looten. Hallo, ach, mach doch mal langsam. Mach doch langsam. Wow. 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 Die Teile explodieren also wieder. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Die hat der Blutgeruch hergelockt. Suchen wir weiter. Okay. Okay, jetzt ist erstmal untersuchen. Nö. Oh Gott, jetzt geht's mit Servierplatten weiter. Ich weiß es ja nicht. Okay. Also, untersuchen wir doch mal. Halt. Da ist noch irgendwie so Kleinzeug. Ah ja. Hm. Gut. Dann fangen wir aber mal beim Naheliegenden an, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir wollen eben untersuchen, da. Was der Fluss mitbringt, wird hier im seichten Teil angeschwemmt. Ja, der Gestank ist heftig. Mhm. Angespülter Unrat.
Wir müssen weitersuchen. Gut, also ist dann einfach nur gelb geblieben. Gut, dann geht's hier weiter. Es sind nur noch blutige Fetzen von den Kleidern des Opfers übrig. Hochwertige Kleidung. Das Opfer war wohlhabend. Sieht so aus. Okay. Blut. Die Wache hat die Netze aus dem Wasser gezogen und dann den verstümmelten Leichnam freigeschnitten. Ich springe rein und sehe nach, ob sie auch nichts übersehen haben. Müll, Trümmer und Krempel. Gut, dann springen wir mal rein. Spur. Die Wache ist vor kurzem mit einem Boot von hier aufgebrochen. Vermutlich, um die Leiche irgendwo hinzubringen. Er wollte doch reinspringen. Ah, da ist reinspringen. Gut, also wir machen noch das hier. Hier waren Netze befestigt. Gut. Der hat ja richtig geatmet. Der muss der jetzt... Okay. Was haben wir denn noch alles? Nichts mehr. Da ist aber noch irgendwas zu suchen. Aha. Ah ja, man sieht auch noch da unten was. Krug. Verstehe. Der wartet hübsch, das ist erstmal gut. Und da unten ist das nächste. Leinen. Taschentuch mit Monogramm. Ey, das sind ja hier echt... Ein Seidentaschentuch mit Monogramm, DLC. Es muss einem Adligen gehört haben. Wäre gut zu wissen, wo sie die Leiche hingebracht haben. Okay. Ja, ist da nichts mehr. Gut. Aber loot-technisch muss ich sagen... ist das hier auch nicht besser als das Kriegsland. Und jetzt? Wir wissen, dass dies nicht der Schauplatz des Mordes ist. Die Leiche wurde angetrieben und hat sich dann in einem Netz verfangen. Die Wachen haben sie rausgezogen und mit dem Boot weggebracht. Ich will sie mir ansehen, bevor die Verwesung einsetzt. Die Taverne. Die Inhaber müssten gesehen haben, wo die Wachen hingefahren sind. Fragen wir nach. Ja, die stehen ja da auch alle hübsch. Ja, können wir ja kurz. Ich glaube, wir haben Publikum. Kein Wunder. Die Leute hier werden noch ihren Enkeln davon erzählen, wie einst eine gevierteilte Leiche aus dem Fluss gezogen wurde. Noch eine Sache. Ich habe ein Taschentuch mit Monogramm gefunden. DLC. Sagt dir das was? Delacroix? Kann nicht sein. Ihn hat das Biest also gemeuchelt. Offenbar. Kanntest du ihn gut? Vor langer Zeit waren wir enge Freunde, doch unsere Wege trennten sich. Er war ein Mann der Extreme, der seinen Gefährten beistand und die Feinde bis zum Letzten bekämpfte. Hatte er denn viele Feinde? Aber ja. Doch was hat das mit dem Biest zu tun? Ah, Geralt, es ist so schmerzlich. An diese alten Zeiten möchte ich jetzt lieber nicht denken. Verstehe. Wir reden später. Gehen wir in die Taverne. Ich muss dich bald verlassen und zum Hof zurückkehren. Du bist doch gerade erst in Toussaint eingetroffen. Ein Ritter in den Diensten der allergnädigsten Herren kennt keine Rast. Tatsächlich befürchtete ich schon, zu spät zu kommen, um meine Pflicht zu tun. Doch es zeigt sich, dass ich gerade recht eintreffe. Na, hat auch einen ganz schön zugesetzt über die Jahre, hm? Was hat er gemeint mit schwerer Zeit und hin und her? Also, das würde ich doch gern mal wissen. Wenn du die Leiche untersucht hast, musst du Anarietta Bericht erstatten. Anarietta?
Also schnell rennen nutzt nichts. Der ist zu lahm. Wir nennen einander beim Vornamen, wenn wir unter uns sind. In Palmerins Anwesenheit jedoch nicht. Er nimmt Anstoß an solchen Vertraulichkeiten. Patrouille auf nüchternen Magen. Ein Treffort für Händler, Schmuggler und Seeleute. Und es gibt hier die beste Langustensuppe in ganz Toussaint. Kann man mal probieren. Warum sind unsere Männer denn nicht tapfer genug? Natürlich sind sie Pferde erschöpft. Aber Tapferkeit alleine reicht nicht. Das Biest verfügt über dunkle Kräfte. Da braucht man einen Hexer oder Magier. Gut, also hier erfahren wir dann nicht mehr. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass man was aufschnappt oder so. Ist ja immer klar. So, gehen wir da mal rein. Meiner Treu, rieche ich das deftige Aroma von Pâté? Nichts anderes, Herr de Perrault-Perron. Die Zeit hat deine Sinne nicht getrübt, wie ich sehe. Setz dich doch. Es wäre uns eine Ehre. Und auch dein Begleiter. Doch weswegen liegt gar kein Duft nach Langustensuppe in der Luft? Es gibt heute leider keine Suppe, weil die Langusten aus sind. Du hast es vielleicht noch nicht gehört, aber ich habe nur eine Leiche gefangen. Im ersten Morgengrauen. Und der Himmel war blutrot. Genau wegen dieser Leiche sind wir hier. Der Mann, den du zu Tische batest, wurde von der allergnädigsten Herrin aus fernen Landen gerufen, auf dass sie das Biest finde und töte. Wir luden zwei Männer zu Tisch. Und da Ritter de Perrault-Perron eher das Temperament eines Hasen als das eines Hundes hat, nehme ich an, dass der Jäger wohl der andere ist. Mit wem haben wir das Vergnügen? Ja, wir können es ja sagen. Ich heiße Geralt. Wie bescheiden. Du kannst noch nicht lange mit Herrn de Perrault-Perron herumziehen. Spar dir die schnöden Affronts. Geralt ist ein Meister des Hexerhandwerks. Er hat Fragen zum letzten Opfer des Biests. Ich habe die Leiche gefunden. Die Sonne war gerade aufgegangen, als ich erwachte und mich im Bett aufsetzte. Ich sah aus dem Fenster und der Himmel war rot wie Blut. Bitte, Geralt, frag was. Sonst sind wir im Winter noch hier. Ja, machen wir erstmal. Muss früher Morgen gewesen sein. Du hast deine Netze überprüft und dann? Ich trat aus der Hütte und sah... Meiner Treu, komm zum Punkt, Mann! Du hast in deinen Netzen eine Leiche gefunden, das wissen wir schon. Was ist dann geschehen? War jemand in der Nähe? Hast du was Bemerkenswertes beobachtet? Irgendetwas? Es war keine Seele dort, nur ich. Was Bemerkenswertes? Tja... Was hast du gesehen? Aber komm mir nicht nochmal mit dem roten Himmel. Ich sah einen Kopf im Wasser treiben. Augen offen, die Zunge hing blau heraus. Daneben trieb eine Hand. Hast du die Leichenteile untersucht? Ich war so erschrocken, dass ich ins Dorf gerannt bin, so schnell ich konnte. Ich kam mit Wachen zurück, die mir befahlen, zurückzubleiben. Sie hatten es nicht leicht. Die Körperteile hatten sich so in meinen Netzen verheddert, dass sie die Netze zerschneiden mussten. Okay. Ich muss die Leiche sehen. Weißt du, wo man sie hingebracht hat? Sie haben sie über den Fluss gefahren, auf einen Karren geladen und den Corvo Bianco in den Keller gebracht. Damit sie kühl liegt, weißt du? Was? Was? Aber Corvo Bianco ist das Anwesen von Baron Rossell. Wenn der erfährt, dass sein Keller in eine Gruft verwandelt wurde, lässt er die Hunde von der Kette. Sein Weingut ist versteigert worden, während ihr im Norden waltet. Nanu? Wer war das? Die Frau, die gerade gegangen ist. Die habe ich noch nie gesehen. Ich habe sie auch nicht reinkommen sehen. Das muss Lenise gewesen sein, die Tochter des Wirts. Aber warte mal, Geralt, das ist ja ein Skandal. Rossells Weingut wurde versteigert? Unerhört. Es ist kein Geheimnis, dass der Baron Spielschulden bis über beide Ohren hatte. Nun war endlich Zahltag und seine Gläubiger haben sein Anwesen versteigert. Die herzogliche Kanzlei hat sie übrigens gekauft. Rossell wohnt jetzt bei seinem Bruder in Vicovaro.
Ich habe Rossell gesagt, dass er nochmal die Rechnung kriegen wird. Wie lange kann man sich auf vergangenen Heldentaten ausruhen? Seine Gläubiger sind wohl zu dem Schluss gekommen, dass seine Versprechen nichts wert sind. So sind die Zeiten. Die Ritter von heute sind nur blasse Schatten im Vergleich zu den Helden von einst. Es stimmt, was man sagt. Die Götter haben das Biest geschickt, um uns zu strafen, dass wir von den alten Pfaden abgewichen sind. Ja. Die Leute denken, dass das Biest eine Strafe der Götter ist. Die Ritter achten die alten Bräuche nicht mehr. Sie waren mal die Verteidiger des Herzogtums. Heute verteidigen sie nur noch ihre eigenen Pfründe. Also das ist ja wohl. Lass ihn ausreden. Die Herzogin handelt mit Titeln und zeichnet Übeltäter aus. Wir sind vom tugendhaften Weg abgekommen und haben die Gunst der Götter verloren. Und so strafen sie uns nun. Gib nichts auf diesen Mumpitz, Geralt. Der Mann hat nur irgendwelche Straßenprediger falsch verstanden. Ja, diese Unruhestifter schießen in letzter Zeit wie Pilze aus dem Boden. Jeder schwätzt doch dasselbe. Ja, man könnte da mal zuhören. Ich finde das gar nicht so uninteressant, dass man eben nicht nur die Ritterperspektive sieht, ne? Sagen Sie sonst noch was über das Biest, abgesehen von der Strafe der Götter? Die Toussaintois sind keine Trottel. Es entgeht ihnen nicht, dass das Biest an den Tagen der Schutzheiligen gemordet hat. Wählerisches Monster. Jo, dann? Danke für die Gastfreundschaft. Ich gehe jetzt den Leichnam untersuchen. Corvo Bianco ist nicht weit von hier, beim Turniergelände. Einfach der Straße nach, dann kommst du hin. Kommst du nicht mit? Ach so, du hast noch irgendwelche Verpflichtungen. Irgendwelche Verpflichtungen? Ha! Noch vor unserem Aufbruch nach Velen hat die allergnädigste Herrin mir die große Ehre erwiesen, mich heuer in den Palastgärten den Hasen spielen zu lassen. Du wirst dich kaputt lachen, wenn du mich im Kostüm siehst. Das wirft natürlich Fragen auf, aber ich fürchte, die Antwort ist eine lange, verwickelte Geschichte voller weitschweifiger Ausführungen über Geschichte und Tradition. Daher bis später, Milton, und viel Glück. Okay. Aufnehmen. Okay. Eine ausgewogene Partie. Das muss ich zugeben. Ich habe einen solchen. Schauen wir doch mal rum. Ich bin jetzt etwas ermuntert durch das Büchelein. Oho. Oh! Wie Louis Albany zum Goliath wurde. Den haben wir jetzt eben gerade vorhin umgebracht, ne? Ein Irrer rennt über die Docks und zeigt den Kaufleuten die blanken Nudeln. Mein lieber Freund, in so einer Visage liegen dir sicher alle Frauen zu Füßen. Ach, schön. Ja, wunderbar. Kann man hier eigentlich auch zum Wirt und was kann man denn da machen? Normalerweise empfehle ich ja unsere berühmte Langustensuppe. Aber leider sind die Langusten aus. Ich könnte sie natürlich durch was anderes ersetzen. Barsch zum Beispiel. Langusten durch Barsch ersetzen? Ich bitte dich. Und was kommt als nächstes? Essig statt Wein? Petersilie statt Thymian? Nun, ihr Nordlinge seid ja ganz nett, aber von guter Küche habt ihr keine Ahnung. Ja, das wollte ich mal wissen. Gibt es Gerüchte? Haben die Fischer irgendwas Interessantes zu berichten? Ja, über einen Nordling, der Langusten durch Hecht ersetzt. Das war eine ernsthafte Frage. Und eine taktlose. Ich belausche meine Gäste nicht und verrate sicher nichts weiter, falls ich doch etwas höre. Zeig mir, was du anzubieten hast. Schauen wir doch mal, was er da Schönes hat. Oh, der hat auch solchen Schnappes, den wir brauchen. Alraunlikör, ein bisschen teurer als er vorhin war. Kirschlikör ist aber, glaube ich, billiger. Oder? Nee. Ist nicht unbedingt billiger. Rätanischer Kräuterschnaps, guck an. Ja. Aber es sind jetzt nicht so. Kräuterbrot haben wir hier, okay. Es gibt schon ein paar andere
ein paar andere Geschichten, die man hier noch kaufen kann und so weiter. Ist ja schon witzig. Wollen wir mit dem mal ein Gwent spielen? Na, mal sehen. Okay, schauen wir mal. Ja, machen wir. Ich komme wohl nicht in den Genuss eurer Langustensuppe. Wie wär's dann mit etwas Gwent? Sieg ist sicher. Mit so einer Visage liegen dir sicher alle Frauen zu Füßen. Wie war denn das jetzt hier mit Anführer? Ich wollte mal kurz gucken, ob das mein Anführer ist, den ich schon immer benutze. Hallo? Hoffentlich ist das jetzt mein Deck, was ich immer habe. Ah nee, das ist ja die Auswahl. Ah, verstehe. Der Gaunter kann aber auch noch rüber. So. Ach, das ist mein Deck, wie ich es benutze, ne? Okay, gut. Anführer wechseln. Verfluchte Linke. Genau. Okay. Dann ist das okay. Spiel starten. Yippie. Ich beginne. Okay. Okay. 2, 3. Ja, nicht so doll. Was machen wir denn mal? Wir können verstärken. Ja. Oh, das ist gut. Und dann das hier. Okay. Gut, dann schauen wir, was wir tun. Ja, und mal jetzt hier ein Sonderdingsbums raus. Mal gucken. Der spielt Skellige. Wow. Okay. Der hat jetzt nicht irgendeinen Scheiß sozusagen auf der Hand. Wow. Damit hat er schon 2 Karten mehr als ich jetzt. Nicht gut. Wow. Okay. Das kann ich, glaube ich, auch. Okay, er passt. Ist natürlich jetzt eine Sache, ne? Ich will nichts auswählen. Ich mache nur gerade, noch mal kurz einen Kassensturz, wie es mit Karten aussieht und hin und her, was er noch auf der Hand hat. Ich kenne den Skellige Kartensatz natürlich überhaupt nicht. Ich hatte mehr irgendwie sowas erwartet wie, ui. Was habe ich denn zugekriegt? Ach, so ein Vierer, ne? Oh Gott. Na dann. Gute Nacht. Ich hoffe, dass ich mir jetzt den Elf aussuchen kann. Nee, kann ich nicht. Ich bin geliefert. Oh Gott. Ich glaube, ich bin geliefert. Sieben, sechs. Elf, der muss mindestens noch eine legen. Und ich hoffe, dass ich eine vernünftige, nee, kriege ich nicht, weil ich nicht gewinne. Also er muss noch eine legen, dann steht 6-6. Und ich habe eine zum Verstärken, 2 zum Verstärken. Ja, wir können nur jetzt auf Risiko spielen. Okay. Damit hat er es jetzt gewonnen. Und jetzt wird es nochmal richtig spannend, Alter. Wieso?
Ah, das ist eine irgendeine Zusatz. Oh Gott, nein, 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 nein. Okay, ich dachte, er kann noch irgendwas rufen oder so. Gut, dann hat er 5 und ich habe 6. Mist, und ich kann nichts mehr. Ich kann absolut nichts mehr. Oh Gott, er verstärkt sich wahrscheinlich jetzt gerade. Was heißt denn der Bär da oder was immer das ist? Ich habe Angst. So. Oh Gott, das sind alles irgendwelche. Was? Ach du Scheiße. Da ist irgendein Mist passiert gerade. Ja. Let's groove. Oh Gott. Nein, er hatte in der Verstärker irgendwas drin. Das ist noch das Beste, was ich habe. Weißt du was? Ich meine, ich kann ihn nicht mehr über... ich kann ihn nicht mehr übertölpeln, übertrumpfen und hin und her jetzt, sondern jetzt geht's ja... Ah, jetzt, die verstärken sich jetzt auf 8. Ach du Scheiße. Oh Gott. Das ist ein extrem starkes Set, das skellige Set da. Was heißt das? Was hieß das? Was hat er jetzt gemacht? Shit. Okay, ja, wir können eh nichts mehr legen. Alter, um einen Punkt haben wir den geschlagen. Alter, shit. Nein! Das kann doch nicht sein! Was? Hä? Wo hat er denn das hergenommen? Hatte der noch eine Karte übrig? Ich muss mir ja nochmal das Video angucken. Das ist das erste Mal, dass ich echt verloren habe. Oh, das kann nicht wahr sein. Krass. Okay. Gut, das ist halt auch mal so im laufenden Spiel. Ich lade jetzt nicht neu. Ich meine, verloren ist verloren. Und so nehmen wir es halt. Ja, den Spruch hatten wir schon. Erstmal vielen Dank, dass du dabei warst. Heute ein bisschen kürzer. Das letzte Mal hatten wir eine sehr lange Folge gemacht. Ich glaube, ich komme ja gar nicht richtig zum Beenden, weil hier so viel rumgeplatscht wird. Aber schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder dabei. Dann gucken wir nochmal, ob wir nochmal einen Gewinn spielen und gewinnen. Der Gary langweilt sich schon, also es wird Zeit zu beenden. Also vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.